Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Und wie versprochen, checken wir jetzt mal diese City hier. Und zwar genau diese City hier. Und gehen mal zum Wasser runter. Ich will mal gucken, wer da so rumläuft, was da so los ist. Ruckel. Das ist wirklich ein Urlaubsgebiet. Ey, wie geil. Oh mein Gott. Oh, wie gut. Menü. French Fries für 25 Knoten. Geld. 25. Hamburger, Cheeseburger, Sandwich, Toast, Pancakes und Ice Cream. Okay, also die Preise sind auch, im Prinzip allgemein sehr, sehr teuer. Ich liebe es. Wie gut ist das denn hier? Ein richtiger Urlaubsort. Warum ruckelt das hier so? Spiel hat ganz schön Probleme gerade. Okay. Oder der Rechner. Nicht das Spiel. Ah, schön. Toll. Großartig. Da wieder Scam-Werbung oben. Ich find's richtig nice. Wenn hier eine Tankstelle ist, irgendwie am Steg oder so, glaube ich, hole ich mal fix unser Zeug und werde alles befüllen. So, ihr könnt vielleicht noch ein bisschen Geld geben. Ist hier eine Kasse? Das Glas nehme ich mit, falls man da irgendwie irgendwas mit sammeln kann. Kann ja sein. Hier ist eine Kasse. Geil. Gib mir. Money, money. Okay. So, und den Pier will ich mir unbedingt angucken hier. Der sah so interessant aus von weitem. Da ist noch ein Schiffchen. Und da ist eine Tankstelle. Alles klar. Also wir könnten hier Benzin holen, ne? Bubbles. Okay. Oh, die Bleiplatten. Ich will die nicht anziehen. Die Bleiplatten haben auch richtig krass Geld gegeben. Die müssen wir eigentlich verkaufen. Auch die wir zu Hause haben, müssen wir verkaufen. Boah, wie viel Zeug gibt's denn hier? Das sind mir schon wieder viel zu viele Kartons. Oh ja, der gibt Geld. Das gibt Geld. So. Boah, und überall halt die Chance, dass du irgendwie geiles Zeug hast, welches du verkaufen kannst. Deswegen kann ich gar nicht aufhören, hier zu looten. Das ist so schrecklich. Wo ist hier einer?
Das nehme ich natürlich. Orangensaft nehme ich natürlich auch. So. Boah, Alter, was hier? Hier wurde jemand erschossen. Hier auch. Und zwar genau identisch und spiegelverkehrt. Okay. So, hier haben wir auf jeden Fall noch Stuff drin. Jetzt ist die Frage, also ich würde sagen, wir laufen nochmal zum Auto rüber, aber erstmal mache ich den Pier noch fertig. Dann holen wir hier Benzin, kaufen Benzin. Und machen das voll. Die Kanister und die Flaschen und so. Damit wir unser Auto immer betanken können. Ich würde jetzt ungern da Wasser reinmachen für unseren Garten. Das können wir dann lieber machen, wenn wir fertig sind mit der Tour. Dann kann ich immer noch losfahren und irgendwie Wasser organisieren, weil dort haben wir ja auch wieder Benzin bei uns. Bei uns im Ort haben wir ja Benzin. Hier kann man gar nicht. Boah, langweilig. Warum? Ob man da irgendwas machen kann? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Dorthin zu laufen, ne? Oder darauf zu springen, oder? Ich werde es nicht tun. Ich habe zu viel Schiss, dass wir absaufen. Okay, die Giant Lydia. Giant Lydia 2. Okay, wir laufen zum Auto. Dann hole ich hier die Kanister. Ich hoffe, ich kann die in meinen Rucksack. Oh Gott, ich habe schon wieder so viel Scheiße drin. Wir packen das kurz alles aus, ja. Dann die Kanister und Flaschen ein. Tanken das Auto. Dann können wir aber eigentlich mit dem Auto auch runterfahren hier. Ich glaube, das geht schneller. Ja, das machen wir. Haben ein Stück runter. Aber vielleicht wecken wir damit irgendwelche Leute auf. Aber ich will sicherheitshalber Benzin haben, Leute. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. So, wir fahren ein bisschen runter. Ich werde nicht so doll beschleunigen. Scheiße, ich hab's geahnt. Ich habe es geahnt. Ich habe es geahnt. Okay, wir fahren weiter. Okay, wir haben noch einen halben Tank. Egal, wir fahren weiter. Oh, wie das hier alles zugewachsen ist, ne? Oh mein Gott. Heftig. So, ich fahre mal ganz kurz hier hoch, weil ich gerade nicht weiß, wie viele Zombies hinter mir her sind. So, kurz stehen bleiben. Hallo? Boah, die Stadt ist riesig. Tschüss. Ich krieg Panik. Ich muss weg. Ich muss einfach weg. Ich will hier nicht mehr sein. Schöne Stadt. Tschüss.
Tschüss, schöne Stadt. Wie auch immer du heißt, ich habe keine Ahnung. Ist mir egal. Die Map ist groß. Wo bin ich überhaupt? Ich denke mal, irgendwann lassen sie ab von mir, ne? So. Wir gucken gleich mal auf die Map. So, wir gucken gleich mal auf die Map. Vielleicht bin ich ja auch richtig gefahren, aber ich bezweifle das gerade. So. Da wollte ich gar nicht hinfahren. Aber eigentlich ist egal. Ich wollte da hinfahren. Wir müssen eigentlich hier nochmal außen rum und dann hier lang. Da möchte ich hin. Wir müssen mal gucken, ob wir das hinkriegen. Das wäre ganz cool. Und was ich aber jetzt machen werde, ist einmal gucken, was das hier ist für eine Grenze. Ich will wissen, was da ist, ja? Und dann fahren wir hier nochmal zurück. Ich glaube, da ist irgendwas, aber lass uns hier erstmal gucken, was da für eine Grenze ist. Da ist ein fetter Strommast. Hat das damit zu tun? Ist das einfach ein riesen Stromnetzwerk? Oder was soll das da vorne sein? Oder hat das vielleicht gar keine Bewandtnis? Doch, da ist was, oder? Hier ist nur eine Brücke. Was denn für eine Brücke? Ach so, hier ist... ach, das ist Schiene. Das ist ein Zug. Ach so. Kann man hier in dem Spiel mit einem Zug fahren? Das würde ich extrem feiern, ne? Wenn regelmäßig so ein Zug durch die Map, über die Map fährt. Das würde ich extrem feiern. Wenn man da einfach einsteigen könnte. Von A nach B fahren. So ein öffentliches Verkehrsmittel. Was ist das da vorne? Ein großes Schild. Hier ist eine Tanke. Ich weiß nicht, warum ich gerade so eine scheiß Panik schiebe. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ist ganz komisch heute. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich will da jetzt... Ich habe irgendwie keinen Bock. Ich habe Schiss, dass es zu viele werden und ich sterbe. So. Ich will jetzt nochmal zurück in die Stadt. Das heißt, da werden mir aber wahrscheinlich 1 Million von diesen Typen folgen. Aber egal. Wir fahren da einfach gerade durch. Außenrum. Auf der Hauptstraße. Rum. Und dann müssen wir irgendwie... Also quasi um die Stadt rumfahren. Hoffen, dass die uns nicht verfolgen. Um zu gucken, was da oben ist. Das wäre nämlich ganz cool. Würde ich gerne nochmal checken. So, und da haben wir eine Tankstelle unten. Das ist auch gut, gut zu wissen. Hm. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Zombies jetzt in dieser Stadt sind, zum Beispiel. Würde ich gerne mal wissen. Und wir fahren jetzt hier außen rum. Und dann muss ich, glaube ich, hier hoch, ne? Mal gucken. Ich krieg schon wieder Panik. Es ist ganz merkwürdig. Keine Ahnung, was da los ist. So, warte. Ja, das sieht gut aus.
Also so Ballungsgebiete, ich glaube, da bin ich nicht ausgerüstet für. Dann komme ich mit meinen 10 Bolzen für die Armbrust jetzt nicht weit, ne? Jetzt fahren wir erstmal links. Okay, ich habe gesehen, ja, da war die Abzweigung vorher. Dann fahren wir erstmal links. Mal gucken, was wir hier haben. Wird es irgendwie Abend? Es fühlt sich an wie Abend. Bin gespannt, wo wir rauskommen. Aber ich befürchte halt, dass es wieder so ein Leuchtturm ist, ne? Ich habe halt die Map nicht auf, die andere, um mich nicht zu spoilern. Obwohl es wahrscheinlich jetzt sinnvoll wäre, zu gucken, was da ist. So. Okay, gleich da. Sackgasse. Hä? Hier ist eine Sackgasse einfach. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da gar nichts ist. Das glaube ich nicht. Wir gucken mal. Wieso hört hier einfach die Straße auf? Was soll das denn? So, erstmal eine Agave reinzimmern. Sehr gut. Ist hier, es ist einfach nur nichts. Wie kann man angeln? Aha, das hier ist eine Brücke mit einer Bahn. Da fährt ein Zug rüber. Da sind Schienen. Da kommen wir mit dem Auto nicht lang. Wie krass. Wie krass ist das? Und dann müsste das hier wahrscheinlich ein richtig heftiger Bahnhof sein. Da würde ich gerne mal hinfahren, Leute. Das machen wir. Wir versuchen uns denn hier irgendwie. Ich glaube, da fahre ich jetzt nicht hin, hier zu dem Spot. Den klemmen wir uns jetzt. Ich fahr mal. Wir fahren hier mal lang und dann scharf links und fahren mal und gucken mal, was hier ist. Okay? Das müsste ja theoretisch ein Bahnhof sein. Na gut, dann fahren wir jetzt wieder zurück. Einfach mal schöne Sackgasse. Wir fahren jetzt den Weg wieder zurück und halten uns in der Stadt links, dass wir da irgendwie durchkommen. Wenn ich das richtig verstanden habe, können die Zombies uns im Auto ja nichts, ne? Die können das Auto nicht beschädigen, zumindest aktuell nicht. So. Go. Ab zur City. Will mal gucken, ob das ein Bahnhof ist. Also so ein riesiges Teil auf der Map, das muss ja irgendwas Spezielles sein. Oder halt Military, ne? Das kann natürlich auch sein. Krasse Stadt. So, ich hoffe mal, dass wir da irgendwie durchkommen bei den Zombies. Mal schauen. Ich bin gespannt. Wir müssen jetzt hier lang. Oh Gott. Und dann müssen wir irgendwie gucken. Nee, hier können wir nicht lang, ne? Das ist Quatsch.
Das ist Quatsch. Ja, ich nehme euch alle mit, ist egal. Wir müssen hier lang. Hier ist der Weg. Und dann hier? Ach, hier. Hier war das. Hier kommen wir wieder raus. Okay, perfekt. Hoffe ich zumindest. Doch, hier. Boah, ey, wie viele sind denn das? Junge, haut ab. Lasst mich in Ruhe. Also, ich sehe noch keinen Schaden. Aber doch, so ein bisschen Damage habe ich jetzt, ne? Am Auto. So ein bisschen Gesundheitsbalken ist runter, ne? Muss gerade mal gucken, ob ich vor dem Ding sitze. Tja, I don't know. So, jetzt fahren wir ein bisschen außerhalb, dann gucke ich nochmal auf die Map. Und wir müssen uns dann irgendwie links halten, ne? Später. So. Ich glaube, sie sind weg. So, hier sind wir jetzt. Wir fahren jetzt bis zur Kreuzung, dann links. Oh, dann links, genau. Die Sonne geht wirklich unter, ne? Guck mal, da hinten ist. Wir haben Abend. Links, 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 links. So. Und dann müssten wir. Entweder ist das ein Bahnhof oder so ein Military-Gebiet. Egal was es ist, es wird höchstwahrscheinlich eingezäunt sein und sehr gefährlich. Mal gucken. Das ist es, ne? Oder? Moment. So, hier sind wir jetzt. Hier lasse ich das Auto jetzt stehen. So. Und dann gucken wir mal, was es ist. Ich bin gespannt. Ich glaube, nächstes Mal mache ich die Lampe wieder an. Irgendwie bin ich ein bisschen unsicher, ob das jetzt alles gut ist mit der Cam. Nun, hier ist also ein Bahnhof. Was ist denn das da vorne, um Gottes Willen? Das scheint wirklich ein Bahnhof zu sein. Oh, ich glaube, hier gibt es richtig heftigen Loot. Oder einfach gar nichts. Das kann natürlich auch sein, dass es einfach gar nichts gibt. Es einfach nur aussieht, als ob es hier richtig. Hä? Heftigen Loot gibt. Was? Oh Gott. Steckt das?
Was zum Teufel? Okay, krass. Wir müssen noch mal zum Auto, weil das geht hier scheinbar bis hoch. Wenn wir hier überall Munition bekommen. Okay, das heißt, hier wäre jetzt der Spot, um so ein bisschen Munition zu bekommen. Eine Angelrolle. Also die nehme ich mit, weil eine Angel haben wir ja, glaube ich, schon. Fingerlose Handschuhe, ja, nehme ich auch wieder mit. Kann man echt gut verkaufen. So viel Zeug. Alright. So, da vorne haben wir jetzt nur so Holz und solche Sachen. Hier könnten Sachen sein, müssen aber nicht. Holz und so weiter. Okay, dann haben wir hier vorne, oh mein Gott. Da ist ein Zug. Was ist das, eine Schule? Wow. Ich habe es gerade stampfen hören. Ich habe es gerade stampfen hören. Da läuft der Mac. Okay. Ja, war eigentlich klar, ne, dass es hier gefährlich sein wird. Okay, da gehen wir lieber nicht hin. Obwohl ich schon gerne wissen wollen würde, wie die so abgehen. Das gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das zum Ende der Staffel machen werden. Einfach nur rein und gucken, was passiert. Vielleicht rüsten wir uns dann einfach mit irgendwelchen krassen Raketenwerfern oder sowas aus. Einfach so. Auch wenn wir das jetzt nicht kaufen, dann holen wir uns das einfach und gehen mal in so eine Base rein. Gucken mal, was passiert. Würde mich schon interessieren. So, warte mal. Wir haben extrem viel Munition gefunden. Das heißt extrem viel, aber wir haben halt Munition gefunden. Ne? Das finde ich schon ein bisschen gut. So, welches war jetzt wieder meine Verkaufskiste? Die auf jeden Fall nicht. So, ich packe alles wieder irgendwie so rein. Ich würde auch die Munition hier reinschmeißen, oder? Ich schmeiß die Munition hier auch mit rein. Irgendeine Schiene. Das. Das. Die Leuchtfackeln verkaufen wir. Das schmeiße ich so ins Auto. Essen und Getränke machen wir so ins Auto. Das wird verkauft. Das ist hier wieder klassisches Zeug, was wir brauchen. Das wird verkauft. Nägel kommen hier rein. Munition kommt hier rein. Seife behalte ich auch und der Rest wird komplett verkauft. So, das hier wird alles verkauft. So, Inventar öffnen. Essen und Getränke machen wir jetzt hier rein. Geld kommt auch ins Auto.
Und das wird alles verkauft. Sehr cool. Nee, das nicht. Das behalte ich. Das behalte ich. Untere Kiste. Also, warte. Die Angelrolle will ich auch behalten. Handschuhe werden verkauft. Das will ich auch behalten. Ach, das verkaufe ich hier. Oder hier schmeiß ins Auto. Okay. So, untere Kiste. So, rein damit. Bleiplatten waren, glaube ich, über 30 oder so. Das war sehr effektiv, die zu verkaufen. Keine Ahnung. Geld machen wir so ins Auto. Das packen wir hier rein, dort rein. Neues Geld machen, damit wir das Auto verstärken können später. Das ist das Ziel. Auto verstärken. So, Geld habe ich wo? Hier. Gut. Okay. Folge ist vorbei, sehe ich gerade. Wir werden in der nächsten Folge hier geradeaus langfahren, wo wir jetzt eh schon stehen. Werden wir geradeaus langfahren. Hier fährt die Schiene noch weiter und so weiter. Das lassen wir mal aus. Da sind Max und so. Das ist mir zu gefährlich. Und werden mal in diese Richtung fahren. Ich werde geradeaus weiterfahren und zu diesem Ende hier hinten. Das interessiert mich. Da würde ich gerne hin. Da scheint noch mal eine interessante Stadt zu sein, die wir vielleicht noch looten können. Und danach werden wir uns nach oben begeben. Wir looten also noch ganz viel, machen noch unser Verkaufsding fertig, damit wir dann den Trader besuchen können. Und wenn wir den besucht haben, würde ich sagen, werden wir uns eine Straße aussuchen und uns Richtung Heimat bewegen. Ja, das schlage ich vor. Ich denke, das passt. Vielleicht sollten wir hier so hochfahren und hier mal lang, weil dort ist wahrscheinlich ein Flugplatz oder so. Da können wir mal hin und fahren dann irgendwie so rum nach Hause. Ist ein Plan. Um unsere Base mal ein bisschen hübscher zu machen. Hätte ich Bock drauf. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Macht's gut. Tschüss.